Was geht, was geht, was geht? Servus und herzlich willkommen auch von mir an dieser Stelle. In jedem Lebensmittel, das ihr esst, sind Proteine, Kohlenhydrate und Fett drin. Die liefern euch die nötige Energie, die ihr fürs Leben und fürs Überleben auch braucht. Damn. Glucose ist nämlich das wichtigste Kohlenhydrat. Glucose ist das Einzige, was dein Gehirn mit Energie beliefern kann. Energy. Es gibt Einfachzucker wie Glucose, die werden sehr schnell aufgenommen und sind dann ziemlich schnell im Blut wieder, können dann für die Energie gewonnen werden. Zum Beispiel Traubenzucker bei Sportlern. Das liegt daran, dass es so schnell geht, weil das Einfachzucker sind. Keine vielen Verkettungen, kann schnell verdaut werden. Mehrfachzucker dahingegen haben sehr viele Verkettungen, also sind mehrere Zucker aneinander geheftet im Endeffekt, wie bei der Stärke zum Beispiel. Halten einfach länger im Magen. Bleibt man auch länger von satt im Endeffekt. Dann gibt es noch unverdauliche Kohlenhydrate, wie die Ballaststoffe. Das regt aber dafür halt auch die Verdauung an und man ist ein bisschen länger gesättigt. Kennt ihr wahrscheinlich bei Chiasamen oder irgendwelchen Samen, die ziehen ziemlich schnell Wasser und dadurch hat es ein höheres Volumen und der Magen ist voller. Kohlenhydrate werden gespeichert im Körper als Glykogen, einmal in der Leber, das verbraucht der ganze Körper, und einmal in den Muskeln dann noch. Das ist dann einfach nur für die Muskeln, zum Beispiel beim Training verbrauchen dann nur die Muskeln, das ist von der Leber zum Beispiel auch Organe und sowas. 100 Gramm Kohlenhydrate, zum Beispiel 100 Gramm Zucker, haben 410 Kalorien. Wow. Wer sich denkt, boah, das ist jetzt aber viel, dann geht's gleich weiter mit den Fetten und die haben auf 100 Gramm 930 Kilokalorien. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie so ein Stück Butter, das schmilzt. Deswegen nutzt unser Körper diesen Makronährstoff auch als Energiespeicher. Kommen wir zu weiteren Funktionen von Fetten. Sie sind ganz wichtig für die Hormonsynthese. Sie sind auch sehr wichtig für die Vitaminaufnahme, nicht von den fettlöslichen Vitaminen. Die werden in Fett gelöst. Lukas hat vorher gesagt, dass Glucose das Gehirn als einziger Nährstoff mit Energie versorgt. Was macht man aber, wenn man keine Glucose mehr zu sich führt? Er macht einfach aus Fettsäuren sogenannte Ketonkörper und die übernehmen dann temporär diese Funktion von Kohlenhydraten. Ne? Wenn ihr jetzt ein Stück Butter in den Mund nehmt oder ein Butterbrot einfach abbeißt, dann nehmt ihr Fette in Form von Triglycerin auf. Das ist einfach Glycerin, also ein Molekül, an drei Fettsäuren gekoppelt. Ne? Und da gibt es eben noch diverse Unterschiede zwischen den Fettsäuren. Es gibt einmal essentielle Fettsäuren, die müsst ihr mit der Nahrung aufnehmen. Bekannte Vertreter sind Omega-3 oder Omega-6. Und dann gibt es die nicht essentiellen Fettsäuren, müsst ihr nicht zwangsläufig alle mit der Nahrung zu euch führen. Dann gibt es noch gesättigte und ungesättigte Fettsäuren. Los. Gesättigte haben einfach keine Doppelbindung, ungesättigte haben Doppelbindungen. Und dann gibt es noch eine spezielle Form von den Ungesättigten, die sind sehr negativ verhaftet. Wenn man nicht zu viel von essen, die Transfettsäuren, bisschen aufpassen, entsteht oft beim Braten mit Olivenöl oder so, mit nativen Ölen. Nicht zu heiß machen den ganzen Lachs. Ne? Im Gegenteil zu den Fetten sind die Proteine nicht 100% verwertbar. Das liegt an der Verdauung, die ein bisschen komplexer ist. Da entsteht so eine Hitze, ne, im Endeffekt. Und diese Hitze spiegelt die Energie wieder, die verloren geht bei der Verdauung. Und es kann nicht vollständig verdaut werden, die Proteine. Die werden quasi dann im Harnstoff dann so quasi reingebröselt und könnte dann theoretisch dann im Harnstoff wieder nochmal gespalten werden und aufgenommen werden. Aber ist ja nicht, ne? Das wird ja dann ausgeschieden. Auf jeden Fall haben wir dann noch die biologische Wertigkeit, die dann quasi der Gegenspieler zu dem ganzen Spielchen ist. Durch die biologische Wertigkeit kann man diese Verwertbarkeit messen, wobei sich ganz klar rausspiegelt, dass tierische Eiweiße oder tierische Proteine besser aufgenommen werden. Man kann auch einen Mix machen, genau, verschachteln schön, und kann daraus dann noch mehr Protein ziehen, weil die biologische Wertigkeit sich erhöht. Bei Proteinen gibt es auch wie bei den Fettsäuren essentielle und nicht essentielle. Dabei sind die essentiellen wichtig aufzunehmen durch die Nahrung, und essentielle Aminosäuren ist wieder bei den tierischen Produkten, also Käse, Milch und Fleisch, ja, eher enthalten. Sehr wichtig sind die Proteine in der Hormonproduktion und in der Enzymaktivität. Enzyme sind im Endeffekt so kleine Werkzeuge. Scheren, so ja, Schnippchen. Scheren, können auch Schraubendreher, gibt es auch als Enzym. Auf jeden Fall sind die sehr wichtig im Körper, weil die sehr viele Reaktionen antreiben, die zum Überleben eigentlich wichtig sind. Und beim Erhalt des Gewebes, zum Beispiel der Muskelmasse, kennt jeder, ne? Viel Protein, viel Muskeln. Ne? Gehört auch einfach dazu, sind wichtig beim Gewebe, bei Organen, Muskeln, dass es sich einfach aufbaut und einfach dann auch mal bleibt. Das war jetzt ein kleiner, grober Überblick, ne, über die drei großen Makronährstoffe. Wenn ihr noch Bock habt, mehr zu erfahren über Kohlenhydrate, Fette oder Proteine, die Lipoproteine, Cholesterin, wie sieht es da aus mit dem Blutfettwert, was kann man da machen, um die zu verbessern? Noch sehr großes Ding, Insulin, Stichwort Diabetes, was läuft da genau falsch, wie entsteht sowas, wie kann man sowas vorbeugen? Wir hoffen, es hat euch gefallen, und wenn ihr Anregungen habt, einfach auf Instagram schreiben, einfach sliden, ne, und schreiben, was ihr hören möchtet. Und wir machen natürlich auch noch eine Abstimmung. Könnt ihr in der Story dann vorbeischauen, ne, wie die da aussieht. Genau, wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Ne? Also von mir an dieser Stelle ein Peace out. Ciao, man sieht sich. Ciao. Un, dos, tres, cuatro. Schatz. Und dann cuatro sagen. Okay. Vier, sich hinsetzen. Eins, zwei, drei, vier. Spaß, Alter Junge. Du hängst doch, Alter.